Mit dem neuen GLA komplettiert Mercedes die Überarbeitung der Kompaktfahrzeuge. Der GLA ist im Gegensatz zum eher praktisch ausgelegten GLB die sportliche Einstiegsvariante in die Welt der Mercedes SUV-Modelle. Und wie sportlich er wirklich ist, wie praktisch er ist und was unsere Edition 1 auszeichnet, das schauen wir uns jetzt an. In der Basis ist bei dem neuen GLA immer MBUX, also das neue Mercedes-Benz User Experience, mit an Bord. Aber Apple CarPlay und Android Auto, das muss ich extra bezahlen. Zum Thema Displays hier im Fahrzeug. In der Basis gibt es zwei 7-Zoll Displays. Die nächsthöhere Ausstattungsvariante wären ein 7-Zoll und ein 10,25-Zoll Display. Oder es gibt das, was wir hier haben, zweimal 10,25 unter einem Glas zum Widescreen zusammengebaut. Und das wiederum sieht richtig schön aus und so macht das Bedienen und das Anschauen wirklich Spaß. Ein wichtiger Teil des Mercedes MBUX-Systems ist die neue Spracherkennung und die ermöglicht mir hier im Fahrzeug quasi alles auch nur mit meiner Stimme zu kontrollieren. Von vorne wirkt der GLA dank zusätzlichen 3 cm Breite kräftiger. Der sportlichere Auftritt des nun 1,83 Meter messenden SUV wird zudem von den angedeuteten Powerdomes und der um 46 mm gewachsenen Spur unterstützt. Der Kühlergrill unserer auf der AMG-Line basierenden Edition One wird von LED-High-Performance-Scheinwerfern flankiert. In der Basis gibt es jedoch leider nur Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Die Frontschürze mit dem hochglänzend schwarzen Splitter und den roten Einlegern in den Lufteinlässen unterstreicht den sportlichen Look unseres limitierten Sondermodells. In unserem GLA Edition One finden wir sehr schöne Oberflächen. Wir haben hier zum Beispiel Lederimitate und Leder, wir haben Softtouch, wir haben Hochglanz, Schwarz und wir haben schöne Carbon-Oberflächen, hier zum Beispiel in der Tür oder vorne auf dem Armaturenbrett. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, gibt es überall, wie zum Beispiel hier auf der Türkante oder auf der Mittelarmlehne und am Lenkrad, rote Ziernähte, die so den sportlichen Touch des Wagens nochmals unterstreichen. Und das Ganze wird abgerundet durch das große Edition-Logo vorne auf dem Armaturenbrett. Im Gegensatz zum Vorgänger ist der neue GLA mit 4,41 Metern nun 14 mm kürzer. Sein Radstand jedoch ist um 30 mm auf 2,73 Meter gewachsen. Zusammen mit einem Zuwachs in der Höhe um rund 10 cm entsteht so nicht nur eine vollkommen neue Optik. Für Fahrer und Beifahrer gibt es rund 2 cm mehr Kopffreiheit und die Passagiere im Fond dürfen sich über rund 11 cm mehr Raum für ihre Beine freuen. Die Edition 1 fährt auf schwarzen 20 Zoll Alurädern mit roten Kontrasten vor. Passend zum SUV-Look gibt es an den Radhäusern und Schwellern eine Kunststoffbeplankung. Mercedes gibt den Durchschnittsverbrauch des GLA 250 mit 7,1 Litern auf 100 Kilometer an. Während meiner Probefahrt habe ich ein bisschen mehr gebraucht und ich würde sagen, wenn ihr den Wagen normal bis sportlich fahrt, rechnet mal mit 10. Am Heck kommen die außen bündig abschließenden Räder in den breit ausgeformten Schultern besonders gut zur Geltung. Die geteilten in LED-Technik ausgeführten Rückleuchten sind nun deutlich schlanker und betonen so die Breite des Fahrzeugs. Eine Sache, die wir hier im GLA finden, die so ein bisschen vom neuen GLB abgeguckt wurde, das sind die neuen Türgriffe. Denn die sehen von hier aus wie so ja, metallische Rohre. Und es gibt dem Auto hier im Interieur so ein kleines bisschen den robusten Kick. Für den GLA gibt es 2 Benzin- und 3 Dieselaggregate und die leisten zwischen 116 bis rauf zu 224 PS. Es sind alles rein Vierzylindermotoren und bis auf den kleinsten Benziner alles 2-Liter-Aggregate. Das Motorenprogramm wird nach oben hin erweitert durch die sportlichste Variante, den GLA 35 von AMG. Der leistet 306 PS und für alle, die einen Plug-in-Hybrid suchen, gibt es den GLA 250e mit maximal 218 PS Systemleistung. Alle Fahrzeuge haben immer ein Automatikgetriebe an Bord und für die meisten ist auch der Allradantrieb verfügbar. Was mir hier im Auto richtig gut gefällt, das ist die Kombination aus Lenkung und Fahrwerk. Denn auf der einen Seite haben wir eine extrem präzise Lenkung, die wirklich Spaß macht, auch beim Kurvenräubern. Und auf der anderen Seite haben wir ein Fahrwerk, das so straff ist, dass man immer das Gefühl hat, der Wagen liegt eigentlich schon fast zu gut für ein SUV. Und auf der anderen Seite aber nicht zu straff ist, um das Auto unkomfortabel zu machen. Wenn man allerdings mit dem Wagen langsam über unebene Strecken fährt, dann merkt man diese doch recht deutlich. Mein GLA 250, der hat den 2 Liter Vierzylinder an Bord mit 165 kW bzw. 224 PS maximaler Leistung und 350 Newtonmetern. Und das Ganze ist hier gekoppelt mit einem 8-stufigen Doppelkupplungsgetriebe.
Dieses Paket funktioniert sehr gut zusammen. Das Auto hat immer ordentlich Leistung, wenn ich sie brauche, aber es ist fast schon ein bisschen zu sportlich für ein SUV, denn ich habe immer relativ hohe Drehzahlen, selbst im Komfortmodus, und man hat immer das Gefühl, der Wagen, der schreit förmlich danach, schneller gefahren zu werden, aggressiver gefahren zu werden, und ich finde, das passt nicht hundertprozentig zu einem SUV. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich sage, das hier soll die sportlichere Variante sein, zumindest verglichen mit dem GLB, dann passt es wieder. Der Mercedes GLA 200 ist das aktuelle Einstiegsmodell der Baureihe. Mit einem Grundpreis von rund 37.000 Euro ist das mit einem 163 PS starken 1,4 Liter Vierzylinder ausgestattete Kompakt-SUV kein Schnäppchen. Zum Vergleich: Einen 150 PS starken Audi Q3 gibt es ab 34.400 Euro. Und ein BMW X1 mit 140 PS kostet ab 33.100 Euro. Der Mercedes fährt jedoch stets mit einem Automatikgetriebe vor. Dies optionale Extra der Wettbewerber kostet bei BMW 2.100 und bei Audi 2.700 Euro Aufpreis. Das Platzangebot hier im GLA ist auch für große Menschen mehr als ausreichend. Ich sitze hier vorne wirklich angenehm, kann alles so einstellen, dass ich die perfekte Sitzposition zum Fahren habe und fühle mich wirklich wohl. Das Thema Kopffreiheit, da muss ich sagen, es reicht gerade so, aber ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich hier den Ausschnitt habe von dem Glasdach oder ob ich vielleicht mit dem normalen Metalldach nochmals mehr Platz habe. Also das einfach mal ausprobieren. Wie es auf der Rückbank aussieht, das probieren wir mal bei einem separaten Stopp aus. Aber vorher noch ein Wort zum Sitz. Die Sportsitze, die wir hier im Auto haben, die bieten wirklich richtig viel Halt, gerade in etwas schneller gefahrenen Kurven, und trotzdem mehr als nur ausreichend Komfort. So, jetzt der schnelle Versuch, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz wie immer nicht verstellt. Ich gehe schnell rein, es ist kalt. Und ja, die zusätzliche Höhe macht sich bemerkbar. Also ich sitze hinten gut. Ja, Kopffreiheit habe ich keine über, aber es passt. Vor den Knien war so 2-3 cm über. Das heißt, in dem neuen GLA kann ich hinter mir sitzen. Nicht für lange Strecken, aber grundsätzlich passt's. Natürlich hat der neue GLA die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme bereits in der Basis mit an Bord, aber es gibt reichlich Dinge, die man dazu konfigurieren kann. Und deswegen hier jetzt mal die Liste der Basisausstattung und die Liste der möglichen Optionen, wenn es um eure Sicherheit geht. Wenn man mit dem GLA so ganz gemütlich fährt, dann ist es hier drin wirklich sehr schön leise und richtig, ja, gut zu genießen. Wenn man mit dem Auto aber auch nur ein bisschen schneller unterwegs ist, dann schaltet der Wagen relativ spät, und das heißt, wir reden über höhere Drehzahlen und damit über ein deutlich höheres Geräuschniveau. Und das sorgt eben nicht nur für mehr Lärm im Auto, das sorgt auch dafür, dass es sich einfach ja immer so anfühlt, als wäre man viel schneller unterwegs, als man es eigentlich will. Mit aufgestellter Rückbank bietet der GLA nun 435 Liter maximales Ladevolumen. Das sind 14 Liter mehr als beim Vorgänger. Klappt man die Rücksitze um, entsteht ein bis zu 1430 Liter großer Gepäckraum. Dennoch liegen in dieser Disziplin die Wettbewerber klar vorne. So bietet der Audi Q3 530 bis 1525 und der BMW X1 505 bis 1550 Liter Kofferraumvolumen. Thema Ablagen. Wir finden hier im GLA vorne in den Türen vernünftig große Ablagen. Ich schätze mal, da passt eine 1 Liter Flasche ganz locker rein. Darüber hinaus haben wir hier in der Mittelkonsole vorne ein Fach, das wir mit so einer Art Rollo zumachen können. Darin ist die optionale induktive Ladeschale. Dahinter gibt es zwei Becherhalter. Und dann finden wir hinter der Schaltkulisse nochmal die typische Mercedes-Mittelarmlehne, getrennt teilbar. Und darin nochmal ein kleines Fach. Wichtig hier gibt es zwei USB-Anschlüsse, beides jedoch USB-C. Auf der Rückbank gibt es auch nochmal einen USB-Anschluss, in der Mittelkonsole auch wieder USB-C, und natürlich gibt es auch auf der Rückbank wie immer Becherhalter, zum Beispiel in der Mittelkonsole. Das war meine Probefahrt im neuen Mercedes GLA 250 4MATIC Edition 1. Was mir beim Auto richtig gut gefällt, das ist zum einen das neue Exterior-Design, denn der Wagen sieht nochmal sportlicher aus und vor allen Dingen in dem Mattlack und mit den Applikationen der Edition 1 nochmal dynamischer. Wenn ich mir das Interieur anschaue, das ist so, ich finde auch als großer Fahrer oder Beifahrer vorne richtig viel Platz. Und auf der Rückbank ist immer noch genau so viel Raum, dass ich auch hinter mir sitzen kann, wenn auch nicht unbedingt für die Langstrecke. Was mir am Fahrzeug nicht hundertprozentig gefällt, ist der Antriebsstrang hier beim 250er, denn er ist ein bisschen nervös. Das heißt, hier im Fahrzeug ist es so,
dass der Wagen relativ spät schaltet, auch wenn ich im Komfortmodus unterwegs bin. Und im Sportmodus wird es noch mal straffer. Und das ist etwas, was für mich nicht 100%ig zum SUV passt. Aber für Leute, die eben die sportlichere Variante suchen, die sind da sicherlich richtig aufgehoben. Was mir außerdem richtig gut gefällt, ist, dass der GLA bereits in der Basis die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme mitbringt und auch so nicht schlecht ausgestattet ist. Zum Beispiel MBUX ist immer mit an Bord. Außerdem habe ich die Möglichkeit, sowohl beim Thema Komfort wie auch beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme reichlich Haken bei der Optionsliste zu setzen. Und somit kann ich mir ein Fahrzeug zusammenstellen, das alles das bietet, was man normalerweise erst in deutlich höheren Klassen findet. Damit kommen wir aber auch zu dem Nachteil, denn der Nachteil ist, das kostet alles Geld. Unser GLA 250 4MATIC kostet bereits in der Basis rund 44.000 Euro. Wenn ich dann die Edition One haben möchte und all das reinpacke, was unser Testwagen bietet, landen wir bei über 70.000. Und ich finde, das ist schon relativ viel Geld für einen kleinen, kompakten.